interessiert eigentlich sehr daran, wie aus einer persönlichen Krise, die auch mit einer gesellschaftlichen Krise zu tun hat, die in unserer modernen Gesellschaft stattfindet. Um 12:30 ging Marine Le Pen zum Angriff über. Wie daraus so ein Hang zu einem restriktiven System und so ein Übergang zu einem restriktiven System entsteht. Wollen wir wirklich zurücktreten von den laizistischen Traditionen Frankreichs? Die Freiheit des Einzelnen, für die unsere Urväter so erbittert gekämpft haben, aufgeben? Wir siedeln das an, da wo es spielt, in Paris. Und arbeiten sehr viel mit Klischees, mit Überzeichnungen, also französische Klischees, Klischees von arabischen Ländern. Dann gehen irgendwann diese Klischees sogar ins Absurde über. Sagen wir eine klischeehafte Multikulti-Gesellschaft, die fast absurd wird und surreal. Sie ist verzweifellos auf den massiven Anstieg der Frauen aus dem Arbeitsmarkt zurückzuführen, der wiederum im Zusammenhang mit der Erhöhung des Familienzustandes stand, die neue Regierung hat eine neue Regierung, die neue Regierung, die neue Regierung. Mais cette position simple, j'ai remonté ce qui ce qu'on a pénétré bien profond et j'ai commencé à aller et venir. Der François hat eigentlich nichts anderes außer Sexualität und Literatur in seinem Leben. Das sind die einzigen Sachen, die ihn wirklich interessieren. Alles andere ist ihm mehr oder weniger egal. Oder zumindest behauptet er das von sich selber. Und er ist die ganze Zeit am Philosophieren, ob er sich jetzt umbringt oder warum er sich noch nicht umgebracht hat. Und also so ein, ja, ein Zyniker, ein sarkastischer Typ. Mein Körper war die Quelle diverser schmerzhafter Leiden. Migräne, Zahnschmerzen, Hautkrankheiten, Hämorrhoiden. Die sich regelmäßig abwechselten und mir keine Ruhe ließen. Mein Schwanz war das einzige Organ, das ich mir nie durch Schmerzen bemerkbar gemacht hatte. Also wir haben den Überbegriff Satire sehr ernst genommen. Und haben versucht, da eine sehr bunte Umwelt dieser grauen Perspektive von diesem Hauptcharakter entgegenzusetzen. Ich würde sagen, ein schönes, absurdes Spektakel. Also ungefähr im Alter von 12 Jahren. Oh, yeah.